Ja, jetzt zeige ich euch mal die Einstellungen. Da drücken wir mal, also muss in der Pfeiltaste rübergehen, dann drücken wir mal auf OK. So, jetzt tun wir erstmal die Sprache ändern. Die ist nämlich von Werk aus auf Englisch eingestellt. Jetzt gehen wir mal auf Deutsch. Und mit der Return-Taste gehen wir wieder zurück. So, die Screensaver haben wir noch. Gucken wir mal, was das ist. Achso, da kann man halt nur die Dauer einstellen. Gehen wir wieder zurück. Video-Output-Modus. Da gibt es auch noch verschiedene Einstellungen. PAL, NT, SC, HDMI. Jo. Dann gehe ich auch mal wieder zurück. Audio-Output-Modus, normal. SPDIF, bla bla bla. Und normal, PAL, SPDIF, bla bla bla. Jo. Gehen wir wieder zurück. Auto-Detect HDMI. Ab und auf. Sagt mir jetzt nichts. So, Restore Default Einstellung. Ach so. Ich glaube, da kann man die ganzen Einstellungen wieder rückgängig machen. Wollen wir nicht. So, und holen wir eine Systeminformation. So, das ist wohl die Firmware, die drauf ist, denke ich mal. So, wieder zurück. Ich hoffe, man sieht das. Das halte ich mal gerade hier hin, wahrscheinlich nicht. Also, wichtig sind halt die Taste. Das ist Pfeiltaste nach links, Pfeiltaste rechts. Mit OK wird immer bestätigt. Hier. Und hier unten ist die Return-Taste. Da geht man aus dem Menü immer zurück.